Scheiße. Ich dachte, es wäre vorbei. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Amarook. Heute ist Dienstag und daher steht wieder eine Ballerrunde an Medal of Honor. Zuallererst muss ich mich mal entschuldigen oder schon mal vorab entschuldigen, falls ich ein bisschen husten sollte. Ich bin erkältet. Das ist der Grund für meine momentane Schnupferei und Husterei. Also das bitte mal mir absehen. Bevor ich jetzt auf Weiter drücke und auch hier nochmal der Hinweis für all diejenigen, die meine Minecraft-Let's Plays, also auf Armor Highlands, nicht schauen. Auch hier ist die Frage, ist denn dieses Medal of Honor von 2010 überhaupt noch zeitgemäß? Interessiert es überhaupt noch jemanden, das zu schauen? Lohnt es sich denn weiterzumachen? Ich habe hier auf jeden Fall auch schon mal die nächste Version Warfighter. Ich glaube, das ist eine von, die war von 2012. Kann ich gerade mal in die Kamera halten. Ja, so rum vielleicht besser. Ich weiß nicht, ob das jemanden interessiert. Ihr könnt es bitte gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich persönlich finde das Spiel sehr genial. Hab's früher schon immer auf der Wii gezockt. Gut, auf der Wii, jetzt nicht auf der PlayStation, aber da habe ich es halt eben mal geschenkt bekommen auf der Wii. Und da habe ich das immer gerne gezockt. Das hier ist jetzt für mich nochmal eine ganz andere Art und Weise zu spielen, weil in dem alten Wii-Spiel ging es um was komplett anderes. Hier finde ich es richtig geil. Ich würde auch gerne weiter solche Ego-Shooter machen. Wie gesagt, habe für mich persönlich jetzt mal dieses Warfighter noch geholt. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant, aber natürlich ist es auch blöd, wenn man sieht, dass man mit dem Minecraft-Spiel, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15 Views hat, ist natürlich nicht viel, aber für meine Verhältnisse ist es schon gut. Und bei Medal of Honor hat man teilweise gar keine. Also dann ist natürlich Quatsch, weiterhin solche Videos zu produzieren und online zu stellen. Dann kann ich es für mich spielen und fertig. Deswegen einfach auch hier nochmal die Bitte an euch, schreibt doch mal unten in die Kommentare, welches Spiel ihr euch vielleicht wünscht oder was ihr mir vorschlagt, was man vielleicht spielen kann. Ich werde jetzt auf jeden Fall neue Projekte angehen. Will auch mal ein bisschen außergewöhnliche Spiele machen, die man vielleicht noch nicht so kennt. Weil was bringt es einem, wenn ihr zum Beispiel Soma zockt jetzt natürlich Gott um die Welt. Ja, also ich lese in YouTube oder auf Twitter den ganzen Tag nur Soma, Soma, Soma. Dann ist es natürlich für mich natürlich so ein bisschen, wo ich denke, warum, wenn ich das jetzt auch noch zocke, für was? Ja, wer will sich das dann noch anschauen? Also hier vielleicht einfach der Hinweis oder die Bitte, unterstützt mich mal und sagt mir mal, was ich vielleicht in Zukunft zocken sollte und ob ich das Projekt hier überhaupt beibehalten soll. So, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich zuletzt war. Ach ja, genau. Wir hatten das geschafft, glaube ich. Das Kapitel hatten wir geschafft. Was soll ich denn machen? Großgeschütze, feuern Sie auf die Hügel. 4 Verbündete in den Gebäuden. Ich wiederhole, Verbündete in den Gebäuden. Das hat funktioniert. Bravo 6, hier Bravo 1-6. Die Gunfighter haben uns den Arsch gerettet. Der Z ist bereit für Evakuierung. Minute 3 Minuten entfernt. Roger, Bravo 1-6. Gute Arbeit. Sind jetzt im Dorf. Können wir jetzt nach Hause? Was muss ich jetzt machen? Immer dieses lange Gelaber. Ich will die ja nicht unterbrechen, weil sonst verpassen wir was. Also ihr und ich. Warum ist jetzt der Ton aus? Achso, okay. Drücken eine beliebige Taste zum Überspringen. Auch da frage ich mich immer, soll ich mir dieses Video anschauen? Soll ich euch das zumuten, das Video anzuschauen? Ich gucke mir es jetzt einfach mal an, wenn es uninteressant ist, kann ich es ja immer noch wegschneiden. Alles gut, Jungs. 06, dreh nach rechts, Abkunft 270. Hey, Gunfighter 1-1, wir lieben Sie. Wo wollen Sie hin? Los geht's. Bleiben Sie hier. Immer dasselbe. Die Jungs waren schon so gut wie tot. Und trotzdem... 1-1, klar, ich sah auf Kaffee geht's los. Oh, ich fliege einen Hubschrauber. Nice. Muss ich den lenken oder was? Roger, Becker, die Ziele identifizieren. Einfach versorgt sie mit dem
Okay, also lenken. Lenken kann ich nicht, ich kann nur ballern. Das reichte auch gerade schon. Das ist schon genug. Okay, da war schon ein paar zerlegt. Das waren ganz gute Wumme, die wir da haben. Damit kann man also schon ganz gut Schaden anrichten. Also ziemlich schnell, dass hier die Fahrzeuge da crashen. Oh, der Hubschrauber! Ich nicht. Wo denn? Soll ich? Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich nicht? Okay, noch konnte ich nichts machen. Jetzt. Okay, die haben wir auch. Ziemlich leichte Aufgabe. Ich frage mich, wo der Haken ist. Ich kenne ja mittlerweile das Spiel ein bisschen. Kommen da jetzt noch mehr raus? Das ist ein bisschen... Ja gut, Leute, aber das ist doch ein bisschen einfach, oder? Jetzt gerade. Also ja, was heißt denn hier? Rechte Maus... Hellfires einsetzen? Okay, Hellfire. Da muss ich auf jeden Fall drauf. Aber wie kann ich denn die Waffe auswechseln? Also irgendwas will er von mir. Ja, wie denn? Wie soll ich die denn... Ich kann sie nicht auswählen. Also G und H ging hier immer noch. Geht aber nicht. Also ich kann im Moment nichts auswählen. Ich wüsste nicht wie. Es geht nicht mit dem Mausrad. Und da steht immer außer Reichweite, wenn ich irgendwie andere Tasten drücke. Wie denn? Ich baller jetzt da drauf, bis dieses Scheißding explodiert. So, Überhitzung, okay? Aber wie kann ich Hellfires einsetzen? Mit F ging es nicht, mit G geht es nicht, mit H geht es nicht. Mit H zeigt er mir jetzt 172 Meter. Wie alle drei Mörser. Ständig steht da Überhitzung. Kann keine andere Waffe auswählen. Ich weiß nicht, wie es geht. Wenn ich rechte Maustaste drücke, sagt er außer Reichweite. Wenn ich so draufballere, geht's irgendwann, ist es überhitzt. Wieso eigentlich alle drei? Wo soll denn da noch was sein? Ich sehe hier aber nichts mehr sonst. Okay, Jungs, ihr müsst da weg. Kann ich nicht.
Also ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt, aber ich kann hier drücken, was ich will. Ich kann keine anderen Waffen auswählen. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann das, sonst war ja immer die Wahl der Waffen mit dem Mausrad. Das geht nicht. So wird es auf jeden Fall auch nicht funktionieren. F. G. Kann ja auch nicht näher ranfliegen, ne? Wenn er sagt, außer Reichweite. Kommt. Anstatt mir aber auch jemand mal helfen würde, ne? Ich weiß nicht, wie ich sie auswählen kann. Ich drücke jetzt mal alle Tasten irgendwie. Tut sich nichts. Ja, wenn ich auf G drücke, dann zeigt er das ja an. Wenn du mir noch sagst, wie ich die auswähle, also bei G und bei H wählt er auf jeden Fall die 171 Meter an. Aber das bringt mir ja dann auch nichts, wenn da steht außer Reichweite, ne? Was soll ich anderes machen? Ich habe keine Möglichkeiten, Leute. Kann man da irgendwie Hilfe drücken? Nö. Aktuellen Kontrollpunkt laden heißt natürlich jetzt auch wieder Optionen Steuerung. Wir gucken jetzt einfach mal. Jetzt müsst ihr damit mal mit durch. Waffenauswahl. Hä? 1, 2, 3? Seit wann das denn? Okay, okay. Wir gehen zurück. Nö, 1, 2, 3 geht auch nicht. Da, nur noch mal gucken. Optionen, Steuerung, Waffenauswahl, 1, 2, 3. Nächste Waffe, Mausrad, Mausmitte. Feuermodus auswählen. Hatte ich aber eigentlich auch schon gemacht. Granatwerfer, links. Hellfire-Raketen, 4. Okay, wer soll das schon wissen? Okay, drücken wir die 4. Ist da gesperrt? Aha! Noch zwei! Okay, dann mal gucken, wo ist der andere? Okay, wird aber jetzt nicht getroffen, oder? Doch. Einer übrig, aber Einsatzziel erreicht. Okay. Okay, ich denke, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist das Einsatzziel erreicht. Ja, ich sehe es. Ja, ich merke schon, wir müssen dahin. Okay, fliegen wir mal dahin. Geiles Cockpit übrigens. Sieht ganz nett aus. Geil. Zoom, okay, habe ich auch rausgefunden, wie es geht. Unterwegs zur Brücke, ja, dann kommt mal her. Ja.
6 Barbrook, Dorfgruppe, Waffenlage der Taliban bestätigt. Wir haben Freigabe für alle Ziele. Freigabe für alle Ziele, das klingt gut. Ich höre immer nur Scheiße, was ist denn? Getroffen. Sag mir nicht, dass ich jetzt hier runtergehe. Diese blauen Tonnen, die lachen mich so an, als würden die explodieren, wenn man drauf schießt. Musik auf jeden Fall. Oh, da sitzt einer. Scheiße, schießen wir die ab, oder? Hä? Was war das? Okay, den nehmen wir jetzt nochmal mit. Waren nur die drei? Aber der eine schießt noch da, das verstehe ich nicht. Okay. Ja, ist ein bisschen schniefige Nase, ein bisschen hüstelnd, aber so ist das eben in der Jahreszeit. Bei mir ist das immer ganz schnell. Wenn das Wetter umschwenkt, bin ich immer der Erste, der hier steht. Komm, schieß, ich kann nicht mehr schießen, warum schieß ich nicht? Wo kam das her? Was? Wo kam das jetzt her? So krass war das vorhin aber nicht. Okay, wir machen jetzt noch einen Versuch. Und mitten auf die Brücke. Entschuldigung. Da hinter dem Lappen kommt leider was raus.
Da sind sie. Komm. Wieder keine Waffen. Jetzt kann ich wieder nicht schießen. Scheiße, wo kommt das her? Verdammt nochmal. Kann ich wieder nicht schießen? Verdammt! Ich dachte, es wäre vorbei. Gut, Leute, das war's leider. Ich habe diese Mission leider nicht geschafft. Dreimal versucht. Jetzt ist die Folge auch schon rum. Müssen wir mal gucken, ob wir es beim nächsten Mal schaffen, wenn es denn ein nächstes Mal gibt. Also schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Soll ich weitermachen mit Medal of Honor oder soll ich mir einfach mal ein neues Spiel suchen? Da gibt es ja diverse andere Ego-Shooter noch. Was ich jetzt auf jeden Fall gesehen habe, so eine Beta-Version habe ich mir in Let's Play angeschaut, von hier Star Trek. Battlefront, das fand ich ganz geil, macht einen sehr guten Eindruck. Muss ich mal gucken, ob meine Grafikkarte damit macht. Die geht ja manchmal schon so ein bisschen an ihre Grenzen bei dem einen oder anderen Spiel. Wenn die das mitmachen sollte, werde ich es euch wissen lassen, da werde ich das vielleicht auch mal zocken. Ansonsten bin ich ja immer noch auf der Suche nach Horrorspielen, könnt ihr mir auch gerne Vorschläge unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten freut es mich, dass ihr wieder da wart. Schaut euch auch die anderen Videos an, Playlist ist ebenfalls unten verlinkt. Ansonsten würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Wir gehen so langsam aber sicher auf die 50 zu, das wäre natürlich ein richtig geiles Ziel, das zu erreichen. 37 sind es, Stand jetzt, habe ich vorhin nochmal geschaut. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, aber auch an jeden anderen, der sich meine Videos anschaut. Daumen hoch nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und über jedes Kommentar freue ich mich auch. Macht's gut, das war's für heute wieder von Amaruk.